Ja, grüß euch. Heute ist das letzte Spiel vom ersten HVDTB gewesen, von einer wirklich tollen Saison. Und die Mannschaft hat einen 5:4-Sieg geholt. Und ich muss wirklich sagen, die haben mit Action und Power gespielt. Und da haben wir einen von unseren Torschützen heute da. Und da muss ich dich natürlich gleich fragen, was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, das heutige Spiel war relativ durchwachsen. Wir haben stark angefangen, haben gleich mal 3 Tore geschossen. Dann sind wir wie in den meisten Spielen immer ein bisschen eingeschlafen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir dann am Ende zu, wieder Gott sei Dank zurückgefunden zu unserer Stärke und Gott sei Dank gewonnen. Ja, wirklich eine super Leistung, muss man sagen. Und wie bist du mit deiner persönlichen Leistung zufrieden? Du hast halt richtig eine Aggressiveness dort vorne gebracht. Normalerweise kennt man dich ja nur als Goalkeeper, aber heute willst du mal vorwärts fahren und hast richtig aufgeräumt. Was sagst du zur Leistung? Ja, bin relativ zufrieden. Erstes Spiel am Feld und gleich mal ein Tor. Und ja, hoffentlich geht es weiter, wenn ich am Feld spiele. Und was sagst du zum Saisonverlauf? Bist du zufrieden mit der Season? Oder glaubst du, hättest du noch besser laufen können? Ja, sicher. Es geht immer besser. Jetzt die letzten Spiele haben wir uns Gott sei Dank wieder zu unserer Stärke zurückgefunden und haben alles gewonnen. Deswegen bin ich schon zufrieden. Und wie sind deine Goals, deine Ziele für die nächste Saison? Ja, natürlich. Nächstes Jahr feiern wir das 10-Jahres-Jubiläum vom HVDTB. Und da wäre es schon schön, wenn wir vorne mitspielen würden. Und deswegen ja, alle Spiele gewinnen und vielleicht im besten Fall Meister werden. Das wäre natürlich ein Traum. Ja, super. Dann wünsche ich dir für die nächste Saison alles Gute und gratuliere zur heutigen Leistung. Und dazu kann ich jetzt keiner mehr sagen, hasta la vista, Baby.